Gut. So, wo müssen wir jetzt weiter? Da hoch geht's nicht. Da müssen wir dahinter. Ja. Da müssen wir dahinter und zwar auf der Seite. Ja, eindeutig. Palastruinen. Viel ist da nicht übrig geblieben, außer irgendwelche Köpfe, ne? Geht's da hoch? Ne, da kommen wir her. Immer so ein bisschen schräg lieber, um irgendwelchen Fallen auszuweichen, die hier vielleicht auf uns warten könnten. Waren wir hier schon? Da waren wir noch nicht. Aber dieses Ding hier haben wir schon gesehen. Rasender Flammenstein. Hört sich interessant an. Wahrscheinlich was zu werfen, schätze ich. Rasender Flammenstein. Bist du hier? Ja. Verbraucht FP, heilt kontinuierlich Chaosjünger. Oh, die Chaosjünger sind doch diese Minotauren, oder? Sind, heißen die nicht Chaosjünger? Ich glaube, da unten waren wir schon, da sind wir lang gelaufen. Da ist das Mausoleum, da hinten ist das nächste. Das bewegt sich aber nicht. Bewegt sich nur das. Vielleicht bewegt es sich erst, wenn wir das eine stillgelegt haben. Fängt das zweite an, könnte ich mir auch vorstellen. Na, wieder nicht getroffen. Hier hoch? Da, ich glaube, da war ein Gegner. Da komme ich nicht hoch. Da ums Eck war ein Gegner, hier. Nee, keiner. Der Erdenbaum hat uns, glaube ich, wieder verzaubert. Wenn ich da oben das richtig deute, dann haben wir jetzt eine höhere Chance, irgendwas Schönes zu finden. Boah, das ist bestimmt ein Gegner da hinten. Da ist bestimmt ein Gegner, wir haben auch nicht so viel Tränke, das passt mir irgendwie nicht, da jetzt gegen so einen fetten Gegner zu gehen. Da waren wir aber schon, ja, es bleibt uns nur noch diese Richtung. Es bleibt uns nur diese Richtung, na gut, schauen wir mal. Wir haben ja zumindest unseren Ort der Gnade gleich in der Nähe. Da ist das Mausoleum. Scheint niemand sonst zu sein. Okay, gut. Jetzt habe ich vergessen, wie wir das andere Mausoleum zum Stopp gebracht haben. Da haben wir, glaube ich, irgendwas an seinen Füßen abgekratzt, ne? Nämlich hier Muschelreste waren da dran. Haben wir das hier auch? Ja, das haben wir hier auch. Gut. Oh. Nehmen wir, glaube ich, das Schwert, das geht schneller. Schlägt schneller. Da sind wir mal alles frei. Oh. Es geschafft, oder? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Sehr cool. Es bringt uns noch nichts, weil wir noch keine zweite große Rune haben, die wir hier kopieren könnten. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist doch ordentlich. Das freut mich. Sagen wir mal alles an. Ich habe, wir können mal reingehen.
Und zu schauen, einfach was da drin gibt. Vielleicht ist dort ja das auch anders aufgebaut. Vielleicht gibt es hier nichts. Vielleicht gibt es hier keine große Rune zum Kopieren. Sondern vielleicht ist hier was anderes gefragt. Schauen wir doch einfach mal rein. Da ist der Eingang, oder? Nee, wo ist denn der Eingang? Gibt es hier gar keinen Eingang? Da gibt es gar keinen Eingang. Doch, hier. Hier ist der Eingang. Schauen wir mal rein. Kann ja nichts schaden. Doch, Echo duplizieren. So, und irgendwo ist er. Ja, jetzt bewegt sich das zweite auch. Blutrosen, auch nicht schlecht. So, wo sind wir? Wir sind jetzt hier am Wasser. Wenn wir da weitergehen, müssten wir eigentlich zum Erdenbaum kommen. Und da möchte ich gerne hin. Und dort gibt es ja immer noch irgendwie eine goldene Saat. Oder was gibt es da noch? Nicht eine goldene Saat? Oder doch? Auf jeden Fall eins von den Sachen, die unsere Flaschen verbessern, glaube ich, gibt es da oft beim Erdenbaum. Ist ja nicht verkehrt. Definitiv nicht verkehrt. Ja, die Frage ist auch, wollen wir diese Waffe, die wir jetzt gerade haben, noch verstärken? Oder wollen wir lieber warten, bis wir unsere dicken Großwaffen haben? Da ist jemand. Und ich glaube, ich warte lieber. Wir haben sogar zwei. Hat er uns schon bemerkt? Hm. Ja, was ist hier noch? Geht es hier noch weiter? Oder wo kommen wir hier hin? Jetzt nicht weiter. Nein. Das ist ein Labyrinth hier, ne? Passt auch wiederum zu unseren Minotauren. Das sind wieder drei. Die sind wieder zu dritt. Dann versuchen wir die mal separat irgendwie zu besiegen. Der kommt auch schon angelaufen. Weite. Nicht hinter dem Baum, nicht hinter dem Baum verstecken kommen. So, und dann haben wir noch den letzten. Ja, es ist schon praktisch mit diesem Ding, was wir da haben. Muss ich wirklich sagen. Schöne Waffe. Da können wir nämlich auch mal ein bisschen Fernkampf machen, was wir sonst ja nicht so oft haben bei uns. So, hier geht es nach unten. Wollen wir da hin oder wollen wir nicht dahinter? Boah, schon mal da oben. Das ist ein riesen Felsding. Ich glaube, das führt einfach nur zurück von da, wo wir kommen, oder? Zum Mausoleum, ne? Genau. Das führt einfach nur zum Mausoleum. Wir müssen schon hier runter. Da ist der nächste Weg. Oder hier lang. Ne. Führt uns mal wieder nirgends hin. Ne, wir müssen da hinten lang. Ein Labyrinth. Ein veritables Labyrinth, dem wir einfach folgen müssen. Aha, hier unten gibt es was, aber das liegt hier so prominent, das muss eigentlich eine Falle sein. Bogenschützen-Minotauren haben wir jetzt nicht mehr getroffen bisher. Ne? Ich hoffe, das bleibt auch so, weil die waren echt nicht einfach. Vor allem, wenn es mehrere auf einmal waren. So, jetzt sind wir hier ganz in der Nähe dieses Höhlen, dieses vermeintlichen Höhleneingangs. Ich würde mich ja freuen, wenn es ein Höhleneingang wäre. Wie gesagt, wir haben schon lange keine Höhle oder Katakombe mehr erkundet und ich fand die eigentlich immer ganz cool. Ich glaube auch immer schöne Sachen zu finden. Ah, da oben sind Minotauren.
Wir sammeln, wir sammeln. Ja, Jäger und Sammler, klar. So, da ist dieses Item, das wir gerade nicht geholt haben, weil ich dachte, das wäre eine Falle. Ist es eine Falle oder ist es keine Falle? Das ist die Frage. Da ist jemand, oder? Da ist irgend so ein Typ. Ein Wolf oder so. Oh oh. Kaum Tränke, das ist ein bisschen das Problem. Ich glaube, die andere Waffe wäre besser hier. Ich versuche die ganze Zeit schon zu wechseln, aber der wechselt sie nicht. Jetzt wechselt sie. Ha! Sehr gut. Einmal noch. Nein, noch einmal, komm. Nein, wir sind tot. Ah, ich hasse so Situationen. Ah, wären wir doch von vorne hingegangen, hätten ihm den Todesstoß gegeben. Ich hasse sowas. Okay, unser Schwert wäre auch nicht besser, glaube ich. Die andere Waffe wäre schon besser gewesen. So. Ja, können wir unser Pferd hier eigentlich rufen? Ja. Gut, dann schnell dort wieder hin. Unsere Runen holen, waren immerhin 6000. Jetzt steht da richtig rum. Wir wären dann richtig rum gewesen. Ah, gar nicht im Tümpel, sondern hier. Okay. Ja, von mir aus. Waren hier Minotauren? Ich glaube, hier links waren Minotauren. Die können wir aber umgehen. Die brauchen wir nicht unbedingt. Eine goldene Rune, die wird uns gleich gute Dienste erweisen, wenn wir steigern wollen. Und jetzt geht es da oben links in die Minotauren, die können wir aber ignorieren, wie gesagt. Und jetzt gehen wir hier runter und holen uns unsere Runen. Die müssten eigentlich hier direkt. Da hinten sind sie. Kann sich hier keine Freunde holen, das ist ein bisschen das Blöde. Wir nehmen wieder den hier. Ja, jetzt versuche ich, den mal zu besiegen. Die Frage ist, haben wir noch irgendwelche Möglichkeiten? Wir könnten mal das Feuer probieren. Das war jetzt fies. Da hat er uns jetzt gut erwischt. Nein, nicht wieder sterben. Nicht wieder sterben. Ich nehme jetzt trotzdem mal unser Schwert, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem sind wir besser. So, jetzt reicht's mal. Ah! Wir sind gestorben auf unserem Pferd. Was für ein komischer Schrei. Das gibt's doch nicht, dass wir den jetzt nicht besiegen können. Die haben wir schon so oft besiegt, diese Bären. Aber der ist schon nicht ohne, muss man auch sagen. Ja. Also nochmal. Wir bleiben dann gleich auf unserem Pferd und mit unserem Schwert und probieren das mit Pferd und Schwert. Reimt sich, also muss es gut sein. Vorher natürlich die Runen holen, nicht zu vergessen. Ist vielleicht auch anfällig gegen irgendwas. Heiligschaden zum Beispiel oder was ich was. Könnte man ausprobieren, ja. Die meisten Gegner sind ja gegen irgendwas anfällig.
Wenn man es nur wüsste, was es ist. Zwar sind unsere Runen, die stehen ein bisschen ungünstig, sehr nah bei ihm. So. Haben wir ihn schon getriggert? Nee. Giftnebel, das ist aber alles nicht das Wahre. Schleich mich mal an und versetze ihn einen Hieb in den Rücken. So, jetzt wegreiten. Ja, er erwischt uns da, ne? Auf dem Pferd. Ne. Mit dem Pferd ist es nicht das Wahre. 6000 Runen. Ja, die holen wir uns natürlich wieder, ganz klar. Der Kampf mit dem Schild und Schwert ist, glaube ich, der effektivste. Und die mir dann immer wieder ausweichen. Wir können unseren Trank nehmen, eigentlich. Könnten wir nehmen. Ja, das würde uns ein bisschen unterstützen. Ja, schauen wir mal. Wir können natürlich auch um ihn rumschleichen, aber naja, wir wollen hier schon vernünftig arbeiten. Mit dem Pferd sind wir zu anfällig, weil wir schutzlos sind. Kein Schild haben und so. Und uns nicht rollen können. So, da ist er. Da muss man jetzt aufpassen, unsere Runen sind genau neben der Stelle, wo er schläft. Ich glaube, er ist schon erweckt, oder? Ja, er ist schon erweckt, verdammt. Dann muss ich erstmal weglaufen. Ich möchte jetzt ungern unsere Runen verlieren. Da ist ein Ort der Gnade? Nein. Schaut nur so aus. Schaut nur so aus, das ist nur Licht. Das sind Wölfe. Da sind Wölfe und hier ist dieser Weg hoch zur Akademie und wir sehen die Akademie so ein bisschen von hinten. Wölfe und Minotauren und da sind unsere Runen. Und der Typ bleibt einfach da stehen, ne? Also der Typ, sage ich, der Bär. Da wäre jetzt vielleicht doch das Pferd besser, um die Runen zu holen zumindest. Oh! Und jetzt schnell weg. Jetzt komme ich vom Pferd runter. Haben wir jetzt ihn endlich mal getriggert? Hallo? Jetzt. Dieser Move von ihm und da kommen die Wölfe, die aber natürlich kein Problem darstellen für ihn. Haben wir ihn gleich hoffentlich. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn schnell. Todesstoß. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und die Minotauren und die Wölfe sind auch schon getriggert hier. Bestienblut.
Konnten wir denn mit dem Bestienblut nicht auch irgendwas machen? War da nicht was? Wunderbar. So, die Minotauren. Die müssen wir uns jetzt kümmern. Na, da ist nochmal ein Wolf sogar. Zwei Wölfe. Nur ein Minotaurus? Ja, dann. Ist ja nicht so ein Problem. Der Wolf schaut so ein bisschen, als würde er versuchen, sein Herrchen zu verstehen. Das waren alle. Wunderbar. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Dann sollten wir auf die Lichtung gehen und dieses Item holen. Hier gibt es viele schöne Sonnenblumen auf jeden Fall. Also auf die Lichtung und das Item holen, was auch immer sich dort verbirgt. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal goldene Runen, das freut mich. Hallo, Lichtung da. Und ich hoffe, dass wir da nochmal einen Ort der Gnade finden, damit wir den Typen in Zukunft umgehen können, ein Adamblatt. Dann demnächst mal wieder an der Aufnahmepause denken. Wir gehen jetzt hier so außen rum und kommen dann wahrscheinlich zum Erdenbaum, schätze ich. Das ist der Weg, der uns hier eröffnet wird. Aber vorher das zweite Mausoleum, oder? Ich sehe es nicht. Ich höre es nur. Sehe es tatsächlich, da hinten ist es. Es bewegt sich jetzt aber gar nicht mehr. Wir hören es wirklich nur noch. Da hoch auf diese Felsspitze, das wäre natürlich ein cooler Ausblick. Da ist das Mausoleum. Gibt es hier in der Nähe irgendwo einen Ort der Gnade? Ich hätte gerne einen. Hier hinten. Hier oben finde ich irgendwie keinen. An dem See ist das andere Mausoleum. Ja. Und wollten wir hier nicht eine Höhle finden? Eigentlich hier? Sollte da nicht eine Höhle sein? Muss ich nochmal nachgucken. Ne? Sollte ich aber machen, bevor ich sterbe und dieses komische Ding wieder getriggert wird. Mache ich jetzt sofort. Oder sollen wir zuerst zum Mausoleum gehen? Oder sollen wir zuerst einen Ort der Gnade suchen? Oder soll ich zuerst schauen, was bei dieser komischen Säule da hinten ist? Fragen über Fragen! Bei dieser Säule gibt es einen Ort der Gnade. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Kann aber auch totaler Quatsch sein. Gucken wir mal. Von hier müssten wir auf diese Lichtung unten schauen können. Da hinten müsste wenn dann die Höhle sein, aber ich sehe von hier aus jetzt erstmal keine Möglichkeit, dazu hinzugelangen. Pilz. Ah, hier ist der See. Der Panamausoleum. Ah, hier ist was. Hier haben wir was. Ein Talisman. Horntalisman der Tapferen. Sehr cool. Schauen wir uns sofort an. Horntalisman der Tapferen, wo ist der? Hallo? Der ist nirgends. Doch da. Erhöht die Robustheit. Ah, erhöht die Robustheit. Wahrscheinlich bedeutet das, dass man nicht so schnell. Warte mal, wie kommen wir denn jetzt wieder weg? Ich will hier ungern einen Fehler machen und dann den ganzen Weg wieder rumlaufen müssen, aber. An sich ist es egal, weil wir müssen ja sowieso, wir müssen da eh nochmal runter, deswegen, ja, es hilft nichts, wir müssen da nochmal runter. Wir wollten ja eh die Höhle besichtigen. Wo sind wir jetzt? Okay, nach rechts.
Wir wollten sowieso gucken, ob da eine Höhle jetzt ist oder nicht.